Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss vorsichtiger sein. Oh, Scheiße! Ich muss weg. Ich muss weg. Alles gibt nach. Das war knapp. Alles klar.
Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erste ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Thank you.
Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Was? Hallo? Komm schon! Ich kann Sie hören.
Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Trinity. Ich helfe dir. Danke. Wendy! Wendy! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm.
Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Ätzli, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Hey. Hi. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen.
Oh mein Gott, dieser Pinguin ist eine Gartendekoration, die bemalt, verziert und an einem Ort der Verehrung aufgestellt wurde. Ich sollte nicht darüber lachen, aber das ist so unpassend. Die Einheimischen kennen weder das Tier, das diese Statue darstellen soll, noch das Material, aus dem sie besteht. In Patiti gibt es kein Plastik. Keine Ahnung, wer hierfür verantwortlich ist, aber ich würde gern mit ihm reden und ihn fragen, wofür er diesen Pinguin eigentlich hält. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Sassingen.
Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen.
Wasser sieht tief genug aus. Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Das sind der König und die Königin von Mictlan, der Unterwelt in der aztekischen Mythologie. Mictlan Tecuhltli war unter den mit dem Tod assoziierten Göttern der bedeutendste. Er wurde häufig als Skelett mit Augäpfeln dargestellt und nahm sich unter anderem der Seelen der Verstorbenen an. Seine Gemahlin Mictlecacuhtli stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Ehren der Toten, den Vorläufern der modernen Dia de Muertos-Tradition.
Das hier habe ich gesucht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Tranquilica.
Fucking wild bitch. Onoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es riecht immer noch nach Kupal. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin ein Mann, 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 ich bin ein
Dafür habe ich nicht genug Platz. Hey! Sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, Chen zu suchen. November 1603. Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. »Ich verabscheue sie nicht«, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coat Lique, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen.
Gane, Matuchikra Hilbashku, Jalik Lechilam. Die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin, dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war. Ein aztekisches Neujahrsfest, an dem 5 Tage lang gefastet, Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden. Der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch Geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer, das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte. Dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein. Seine Rillen weisen keinerlei Blutspuren auf. Hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Ja.
Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. »Warum glauben wir diese Lüge noch immer?«, fragte sie die Menge. »Kukulkan beherrscht diese Stadt, und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt.« Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder?
Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden.